Liebe Esther, du bist jetzt schon ehrenamtlich seit ein paar Monaten für uns da in Indien tätig. Ja. Ihr macht ja Gesundheitserhebungen, plant einen Schulgarten zu bauen. Doch jetzt seid ihr gerade bei unserem Selbstverteidigungsprojekt für Mädchen. Wie ist es für dich, so ein Projekt zu sehen? Ja, als Mädchen selber oder ehemaliges Mädchen quasi ist natürlich super, die Mädels zu sehen, wie sie kämpfen, wie sie mehr Selbstbewusstsein kriegen, wie sie was machen miteinander. Und das sieht man wirklich selten in Indien, wenn man andere Schulen besucht oder wenn man andere Mädels mit ihnen redet. Selbstverteidigungskurse oder wirklich so Kampfsport für Mädchen, das gibt es kaum hier oder wäre mir nicht aufgefallen. Das heißt, das ist wirklich was Besonderes, was unsere Mädels das machen dürfen. Und man merkt, wie sie in der Freizeit drüber reden, wie sie Spaß daran haben, wie sie auch selber üben in ihrer Freizeit, noch zusätzlich zu den anderen Übungen. Und eine ganz lustige Anekdote ist noch heute, wie man sieht, kommen wir vom langen Tag von der Sali vom Dorf. Wir haben unser Gesundheitsassessment gemacht, Befragung der Dorfbewohner, was die medizinischen Grundbedürfnisse sind. Und haben auch zufällig die Mutter einer unserer Schülerinnen getroffen, von der Chanchal, die ist hinter mir links. Und eine ganz begeisterte Karatekämpferin. Ihre Mutter hat mir gesagt, sie ist schon ganz berühmt im Dorf, weil ihre Tochter Karate üben durchs Dorf zieht und somit auch Leute von außerhalb eigentlich anzieht, weil sie bekannt ist als kleines Mädchen, das super Karate macht. Das musst du mal hören in Ihnen, seine Geschichte ist ganz was Eigenes und finde ich sehr cool und bin sehr stolz auf die Mädels und hoffe, dass es wirklich weitergeht, weil ich glaube, das hilft Ihnen wirklich bei Ihrem Selbstbewusstsein, Gleichberechtigung bei den Burschen und damit auch irgendwer auf die Mädels denkt. Ist auch so wichtig. Danke euch.